Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harvest Moon, A Wonderful Life. Wir gehen mal wieder angeln, weil Van ist heute nicht in der Stadt und unser liebster Freund, der Kater, dachte sich so, ne, du willst, dass du heute irgendwie gräbst. Nein, danke. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir bleiben. Zudem müssen wir mal drüber nachdenken, was wir jetzt im Sommer anpflanzen. Was natürlich eine gute Möglichkeit sind Melonen und Rüben, glaube ich. Die sind Sommer bis Herbst, beziehungsweise Sommer bis Winter. Und Tomaten, aber Tomaten hat ja irgendwie das Datum nicht so gestimmt. Deswegen muss ich da mal schauen, wann Tomaten wirklich sind. Frühling war es auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ich Tomaten eingepflanzt habe. Die sind, glaube ich, gerade auch in meinen Samen-Dings drin. Könnte ich gleich nochmal nachschauen. Das ist ein langer Kampf, ist aber glaube ich ein Snelldeer. Ja, schauen wir mal ganz kurz nach. Ach ja, was für ein wunderschönes Wetter heute. Also ganz ehrlich, in allen Harvest Moon Teilen und Stardew Valley natürlich gesamt allen Farming Spielen freue ich mich über so ein Wetter. Bei Wonderful Life freue ich mich nicht über das Wetter. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, wo ich wirklich denke so, okay, ja, Tomate wird gerade bearbeitet. Können wir dann im Sommer nochmal ansehen. So, Melone, Rübe, genau, die haben wir dann. Ach, Rüben haben wir sogar schon. Ach ja, das war diese geile Saat einfach, da wo ich ein paar Mal gedüngt habe und auf einmal war das S. Kartoffeln haben wir alles nicht. Karotten, Melonen. Natürlich Melonen können wir dann auch noch ein B anpflanzen. Und auch ein A. Okay, ja, dann schauen wir mal, ob die alle schon aufgefressen haben, dass sich der Milka das gute Futter reinstreuen kann. Ja, die haben alle gefressen, außer Milka, die nicht. Schön. Dann kriegt ihr mal alle Futter. So. Ist auch noch ein Futter. Und hier auch noch. Oh, die stehen halt schon wieder in so einem Kuhhaufen, nur der Bulle ist nicht dabei. Normal, schwanger, normal, 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 normal. Gut, keiner krank. Passt. Keinen hat der Regen erwischt. Ja, dann angeln wir jetzt, würde ich sagen, noch so ein bisschen zum 9 oder so, wenn wir mal kommen. Eine 9:10 ist immer eine gute Uhrzeit, hier schlafen zu gehen. Das halte ich auch mal so bei. Gehen wir einfach mal weiter. Ach ja, Harvest Moon, es ist so entspannend, das ist schön. Also ich mag ja auch so ein bisschen den Stress, auch bei My Time Report, ja, wenn man da immer so Missionen hat und schauen muss, was muss ich jetzt erledigen. Das finde ich auch recht schön. Aber bei Harvest Moon ist ja einfach eigentlich nur immer abschalten und höchstens ist sich drum Gedanken machen, so habe ich meine Kuh jetzt heute schon gefüttert oder nicht. Und wann reicht mein Geld endlich für die Käserei? Das sind ja meine zwei Hauptsorgen. So, da beißt wieder was an. Die Hälfte von der Käserei haben wir ja schon. Ich hoffe natürlich, dass wir uns die wirklich bald leisten können. Weil die dauert ewig zu bauen. Ich glaube, die dauert 3 Jahreszeiten oder so. Was ist das? Ein Regenbob. Ich glaube, der war nicht so wertvoll, was ich so in Erinnerung hatte. Ich glaube, ein Regenbob war nicht ertragreich. So. Der Regen wird weniger, oder bilde ich mir das mal ein? Ich glaube schon. Weißt du was an? Wie lange dauert der Kampf? Ja, der Regen lässt nach. Ah, das ist ein Snelt bestimmt. Ja, Snelt. Ja, der Regen lässt wirklich nach. Aber um die Uhrzeit lassen natürlich meine Kühe jetzt nicht mehr raus. Wiesen tue ich jetzt auch nicht mehr. Schön, ist der Regen wieder vorbei. Ich glaube, ich sollte auch demnächst was essen. Nicht, dass er aus Versehen die Angel rauszieht, obwohl ich noch nichts gefangen habe. Ja, es wird sehr viele freuen, dass es weitergeht bei Harvest Moon. Ich habe sehr viele Kommentare auf Insta bekommen und auch auf YouTube. So, wann geht es denn endlich weiter mit Harvest Moon? Das ist mein absolutes Lieblings-Display und ich habe mir einfach so, ich will es ja weitermachen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich komme nicht dazu. Und jetzt komme ich endlich dazu und es wird geangelt. So. Wie gesagt, ich möchte die vollen 10 Jahre hier durchspielen. Wir haben bereits schon 100 Folgen, was ich so gesehen habe. Wir werden noch weitere... Ich denke, es werden so um die 800 Folgen werden, das habe ich ja schon mal ausgerechnet. Jetzt schauen wir halt einfach mal. So. Weiß an.
Scheiß an. Nach dem Fisch würde ich vorschlagen, dass wir dann nochmal zu den Kühen schauen und dann schlafen gehen. Okay, Rock schaut uns zu. Ja, wir angeln hier, okay? Sowas kannst du nicht. Ja. Ja. Ja, weiß an. Ja, jetzt. Oh, nicht geschafft. Das war bestimmt wieder so ein Hai. Sehr wertvollen Fische. So, der Takura ist gerade auf seinem Weg ins Zuhause. Gut, das läuft noch alles. Ist alles jetzt nass. Aber jetzt nicht gießen. Okay, ja, ihr seht alle sehr glücklich. Kannst du jetzt bitte mal Fressi gehen? Das wäre sehr praktisch. Oh, sieht voll süß aus. Also unsere Milka sieht schon aus wie ein Kühl. Oh, ist jetzt sehr schönes Fell. Wie geht's dir? Tilla geht's gut. Twix scheint sich wohl zu fühlen. Ah, und dem Baby geht's gut. Dir geht's wahrscheinlich auch gut, hä? Niklas geht's gut, brav. Lasagne geht's gut. Okay, ich läute die jetzt trotzdem mal alle auf jeden Stall weg. Oder ich fütter die halt erst morgen früh. Das wäre halt auch kein Problem, weil ich ja eh früher aufstehe. So, dann schauen wir mal ganz kurz zu den Hühnchen, weil die hatten weniger Futter drin. Nicht, dass das ausgegangen ist jetzt über den Tag. Das wäre nämlich sehr schlecht. Nee, das passt schon. Und ja, meine Melone ist die schon reif. Ich muss sagen, nein. Schau mal, das ist nicht ein Tomatenstrauch, oder? Nein, das ist ein Blätterstrauch. Okay. Ich denke, morgen können wir es ernten. Gut, dann gehen wir mal schlafen. Ja. Schlafi. Dann war das bereits der 9. Tag des Frühlings. Ich bin sehr gespannt, was noch so kommt. Schauen wir mal kurz aufs Wetter, was der morgen sagt. Okay, heute hört es auf zu regnen, hat heute auch erst angefangen. Normaler Tag, okay. Ja, gut, sehen wir. Schlafen. Start A, Tagebuch 1. So. Steckplatz A. Träumt von ganz vielen Früchten. Na, wir haben einen neuen Freund. Komm schnell. Komm her, komm her. Welchen Namen geben? Bitte, es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Ja, geil. Habe ich noch einen Huhn zu vergeben? Huhn, Chess und Benny. Ich habe schon alle Hühner. Okay. Wie viele Hühner haben wir? Wir haben drei. Dann heißt wahrscheinlich eins heißt der Chess. Haben wir A und B. Dann nehmen wir irgendeinen Namen mit C. Dann heißt wir jetzt Chloe? Komm jetzt, Chloe. Wie von Life is Strange. Da war ja Chloe, die Punkerin, die aus der Schule geflogen ist. Und ja. Wo dann unsere beste Freundin war und der ihr Leben wir retten mussten. Okay, es wird regnerisch. Okay, ja, wir lassen aber unsere Carrot des Glückstag. Das heißt, die Mine sollte laufen. Ob das System dahinter so stimmt, das weiß ich jetzt nicht, aber ganz offen, so sind die ganzen Bäume fertig. Sehr gut. Die Kühe, habe ich jetzt gerade schon gesagt, die bleiben drin. So, ein schlechtes Wetter bleiben die hier drin. Und dann schauen wir mal. Letzter Tag des Frühlings. Übrigens, schauen wir mal ganz kurz zu unseren süßen kleinen Viechern. Okay. Ja, da kann ich dann schon ein neues Ei reinlegen und einer der Hähne wird halt jetzt verkauft. Okay. Have fun. Komm dann heute Abend wieder und hol die Eier. Okay, ja, Wassermelone ist fertig. Dann gieße ich mal eine Runde. Ah, L. Doch, L ist die richtige. Das ist die, wo ich mir gekauft habe. Die andere, die komisch aussehende, ist die, wo nur ein Quadrat hat. Einer von diesen Bäumen müsste auch ein Sommerbaum sein. Also, wenn der jetzt im Sommer reif wird, könnten wir vielleicht Bananen, glaube ich, ernten. Also, ich glaube, es sind mehrere Sommerbäume dabei.
hoffen wir einfach mal, dass sie reif werden. Bis dahin wir ganz viele Bananen und so ernten. Wäre praktisch Geld. So, unsere Wassermelone wird geerntet. Hoffentlich ja mit S-Qualität. Mit A-Qualität meinte ich. Haben wir sie dann. Ah, okay. Passt. Die kommt dann auch sofort vorne mit rein. Also die Saummaschine. Es sieht gar nicht so nach Regen aus irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich dem Wettermensch vertrauen kann. Keine Ahnung, er sagt immer so Dinge und dann treten die nicht so ganz ein. Okay. Ja, ich möchte Melone. Von Erdbeeren habe ich ja, glaube ich, genug, oder? Die Erdbeeren habe ich. Erdbeeren. Hey, ich habe keine Erdbeeren. Okay, ich schmelze mal hier noch eine Erdbeere ein. Gut, dass ich das jetzt gesehen habe, weil das ist anders Tomate und jetzt kommt noch eine Erdbeere dazu. So, eine reicht ja. Haben wir zwei Asamen dann. Dann können wir da einen S-Samen rausmachen und dann kriegen wir natürlich noch eine in A raus. Okay. Hier ist Fressi, Fressi. Jetzt hast du immer noch nichts gefressen. Bist du krank? Meine Kuh frisst nichts mehr und das ist jetzt normale Milch. Und nur zwei Stück. Okay, das ist verdammt wenig. Tricks geht's gut. Ein Stier ist dreckig. Okay, dann kriegt ihr jetzt mal Eifutter. So, da hinten kriegst du auch noch ein Futter. Mein Stier auch noch gefressen. Weil die nicht auf ihrem Blatt steht, 100 Pro. Ich läute mal kurz, dass sie auf ihrem Blatt steht. Und vielleicht dann was frisst, weil sie jetzt echt nichts gefressen hat die letzten Tage. Also gestern und heute. Okay, jetzt hat sie gefressen. Jetzt kriegt sie natürlich wieder ein gutes Futter. Sogar Rang B-Milch, was sie mir gegeben hat. Die hat 100 Pro gestern nicht gefressen und daran lag das jetzt. Rang B-Milch, Alter, das ist die schlechteste Milch, die es gibt. Ist da alles in Ordnung? Normal, 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 okay. Ist deinem Baby geht's gut? Nein, du warst nicht schwanger, du warst schwanger. Gut, dann lasse ich euch. Soll ich euch raus, was noch regnet das? Ich sehe hier keine Wolke weit und breit. Wir lassen die Kühe mal raus. Wenn ich mit meinem Rundgang zu fertig bin, dann können wir sie ja immer noch reinholen. Ich muss jetzt eh erstmal ein paar Hühnchen einsammeln. Dann dauert das noch ein bisschen. Aber keine Ahnung, dass wir jetzt Rang B-Milch bekommen, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, da oben kommt es schon ziemlich dunkel. Ich glaube, da ist mir doch wieder rein. Jetzt sammle ich hier mal Blümchen ein und. Okay, Kater stehen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn er um 6 Uhr noch gut draußen steht. Ob er dann vorhat, heute den Tag in der Mine zu verbringen oder nicht. Was auch noch ein ganz spannendes Moon-Spiel dann wird Harvest Moon Magic Melody. Das habe ich letztes Mal auf dem Wii mal ein bisschen weitergespielt, weil ich da immer nur so angefangen habe und dann keinen Bock mehr hatte. Kennt man ja. Und ich denke, das wird ein ganz spannendes Spiel werden. Könnte ich mir so vorstellen. So, hier sind noch zwei von diesen süßen kleinen Blümchen. Nein, es fängt an zu regnen und ich habe meine Schere raus. Ich hätte auf den Wetterbericht hören sollen. Ich will nicht, dass Milka krank wird. Die gibt eh schon nur B-Milch. Wir müssen uns echt mal Medizin bestellen. Bitte ein bisschen schneller. Wir müssen heim. Muss meine Tiere reinlassen. Also ich denke, dass das so ein Puffer hat von einer halben Stunde oder so, dass den Tieren da nichts passiert. Aber ich bestelle jetzt wirklich mal zur Vorsicht Tiermedizin. Hallo, meine Schatzis, ihr dürft wieder rein. Ich habe gerade schon gesehen, da oben wird es dunkler. Dann dachte ich mir so, ne, tue ich sie dann später rein. Jetzt fängt das wirklich an zu schütten. So, rein da. Glück, wir hoffen. Ich stehe wieder drin. Okay, gießen muss ich nicht. Ich habe aber auch nur noch Bäume zum Gießen, deswegen. Naja, das sind die ersten Sommergewitter. So, die 2B-Milch kann ich schon mal reintun. Ich krieg noch mal nicht Milchversandkiste, ich wollte auf Bestellungen.
weil ich dann jetzt ja gleich mal erstens meinen Hahn verkaufe, der wo über ist, und Xaver. Boah, Xaver. Ja. Und dann bestelle ich mir was anderes, und zwar bestelle ich mir Tiermedizin. Ich bestelle mir mal 3, so rein zu vorsicht. Was gibt es denn noch? Ein Futter, gutes Futter, okay, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Harvest Moon, a Wonderful Life. Bis dahin. Tschüss.